Und herzlich willkommen zum Good Morning Stream mit Fallout 4. Mal kurz auf Twitter posten. So, los geht's. Wir starten direkt ins Spiel ohne langes Gelaber. Wir haben heute nur eine Stunde Zeit, weil ich heute nicht so lange streamen wollte. Am frühen Morgen um 11, was natürlich früher Morgen ist für einige Leute. Unter anderem nicht für mich eigentlich, aber es ist trotzdem noch morgen. Das muss man sagen. Und wir sind hier direkt wieder mit einem schönen Ladebildschirm an Start. Das ist natürlich ganz klassisch bei Fallout. Ich kann mal währenddessen zeigen, ich habe hier gerade, wir haben hier gerade so ein schönes Hawaii-Hemd in Blau aus dem Schrank gefummelt. Passt ganz gut zum Wetter heute. Scheint schön die Sonne, muss man sagen, zumindest hier. Im wunderschönen Sachsen-Anhalt. Besseres Bundesland gibt's gar nicht. Wer was anderes behauptet, der hat offensichtlich Unrecht. Ja, ganz klar. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal ins Wasteland und begeben uns heute wirklich auf den Weg. Auf den langen, möglicherweise beschwerlichen Weg nach Diamond City. Das ist heute mein Ziel, in der Stunde bis um 12 ungefähr nach Diamond City zu kommen. Das wäre so mein Plan für heute. Ja. Da kann man jetzt zwischendurch sicher noch einige Sachen machen. Und die wollen wir mal gucken, ob wir da, was wir da machen, was wir da Schönes finden, ne? Ist ja auch immer nicht ganz unwichtig, hier die ganzen Sachen abzugrasen. Hier haben wir letztes Mal die Raider vertrieben und Red to Red erledigt. Den Guten, der natürlich nach seiner Freundin, also die natürlich, muss man ja sagen, das war ja eine Frau, das hat mich sehr überrascht. Die natürlich nach ihrer Freundin, Lilly hieße glaube ich oder so, gesucht hat, suchen wollte. Die entführt wurde von ganz bösen Bösewichten. Und in der Beantown Brauerei festgehalten wird, so wie ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Und ob wir die jemals finden, ist natürlich die Frage, denn wir spielen hier schließlich Fallout 4 und Fallout 4 ist riesig. Und da mal gezielt irgendwo hinzugehen, ist schwierig. Eingelegtes Fleisch und eine Impro-Pistole brauche ich jetzt nicht unbedingt. Pack of Cigarettes kann ich mitnehmen. Ist hier noch eine volle? Ja, ist noch. Zwei volle Nuka-Colas drinnen. Das ist natürlich super. Eine Kochstation. Ja, niedlich. Du machst wohl Witze. Wir haben Gesellschaft. Bitte was? Bitte was? Wer will uns denn? Achso. Ja, entschuldige. Dieses Auto ist gefahren. Das ist unglaublich. Wir haben offensichtlich Gesellschaft. Von diesem kleinen Raider hier. Ja, war ja nur einer. Deswegen würde ich sagen, ist das nicht ganz so schlimm. Hier ist natürlich noch Ablenkungsmaterial in der Nähe. Freilich da hinten der Wohnwagen. Der gemeint und diese Raketenstation. Da sieht mir alles sehr nach Ablenkung aus. Dafür, dass ich eigentlich nach Diamond City... Fuck! Fuck, 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 fuck. Nope, 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 nope. Absolutely not. Und nicht mit mir. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Da war eine Todesqualle. Ich bin ganz, ganz schnell weg. Das könnt ihr aber wissen. Ich nehme meine Beine aber sowas von in die Hand. Das ist eindeutig nichts für mich. Fucking Todeskralle. Willst du mich pranken? Guten Morgen an alle Zuschauer. Nochmal hier Raider-Notiz. Eine Maschinenpistole. Das Ziel ist für 10 Sekunden ergiftet. Das ist natürlich nett. Die werde ich trotzdem nicht benutzen. Denn, ganz einfach, ich habe natürlich schon eine andere Maschinenpistole im Blick quasi. Einige werden vielleicht wissen, was sie meinen. Angeblich hat die Bande in Backstreet April neulich einen großen Beutezug. Wenn wir hart genug zuschlagen, können wir uns reichlich Kronkorken rausspringen. Suchen Backstreet April nach Kronkorken. Können wir machen. Aber wir wollen ja erstmal nach Diamond City. Das ist unser vorrangiges Ziel. Und ich würde ungern in Todeskrallen laufen.
Ich versuche hier trotzdem lang zu gehen. Ich habe gespeichert. Und in Yaogai-Bären würde ich eigentlich auch ungern reinlaufen. Das hat im letzten Stream, haben wir das nur knapp überlebt. Einmal. Die restlichen Male sind wir gestorben. So, aber hier ist offensichtlich ein Trailerpark. Wohnwagenpark, Fiddler's Green oder das, was davon übrig ist. Zombies! Also Ghule, keine Zombies. Ist nicht das gleiche. Dieser Ghoul ist durch mich durchgeflogen. Oh, fucking hell. Ein legendärer Ghoul ist natürlich, schlecht. Ich will erstmal das Kleinfutter hier abschalten. Und dann dem hier, volle Möhre das Bein wegschießen. Weil das so ziemlich die einzige Möglichkeit ist, gut mit Ghoul zurechtzukommen. Aua. Aua, was macht Preston eigentlich? Hat Preston hier in dieser Geschichte auch irgendeinen Sinn? Oder ist hier, bin ich hier ganz alleine am Start? Er macht wieder seine radioaktive Scheißwelle. Der Leuchtende. Wo kommen die denn auf einmal her, alle her? Entschuldigen Sie bitte. Ich habe sie nicht bestellt. Als ich hergegangen bin, wurde mir nicht gesagt, dass man hier so behandelt wird. Ja, jetzt fehlt mir ein bisschen die Munition. Oh oh, was habe ich denn noch? Eine Pumpe natürlich. Ah, fuck. Das war mir irgendwie ein bisschen klar, dass da der gute Ghoul kommt und mir ein bisschen aufs Maul haut. Okay. Merken fürs nächste Mal, gleich eine andere Waffe. Und vielleicht nicht so rumrennen. Was haben wir denn überhaupt noch Schönes? Wir haben hier die Maschinenpistole natürlich. Die nehme ich. Der legendäre Ghoul, der sollte sich in Acht nehmen vor uns. Jetzt sind wir nämlich bewaffnet und machen keine halben Sachen mehr. Das ist hier eine ganz heikle Angelegenheit. Ich könnte übrigens auch mal ein paar Minen legen. Doobie-doo. Mr. Ghoul. Ich habe ein paar Minen für Sie vorbereitet. Er soll ruhig kommen, ne? Er soll ruhig kommen. Dann zeigen wir ihm mal, was ne. Man weiß nie, was sich an einem solchen Ort vielleicht versteckt. Was ne Hake ist. Oh, ein Kampfgewehr. Aber das ist noch nicht aufgepumpt. Und tschüss. Das war einer. Für den war die Mine eigentlich nicht gedacht. Warte, da draußen ist was. Ja, ich. Wir haben Gesellschaft. Ich weiß. Brr, 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 brr. Warum zielt er eigentlich nur auf mich ab und nicht auf Preston? Brr, 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 brr. Huh. Entschuldigung. Oh, ich bin hier runtergefallen. Warte. Brr, 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 brr. Gott fucking dammit, warum habe ich denn nichts ausgerüstet? Zumindest mal eine Nuka-Granate, die klingt natürlich mächtig. Ihr fresst das. Cool, Bastarde. Ja. Jetzt bist du verkrüppelt, was? Arschloch. Naja, komm doch. Komm doch! Was ist los hier? Ah, ich habe keine. Warum habe ich denn für das Kampfgewehr keine Munition? Das ist ja unrealistisch. Na, du kleine Gutstreuner. Deine Leuchtender. Ich mach das mal hier safe und erledige erstmal die Ghule da oben. Und hole mir Preston zu Hilfe. Verwendet das Kampfgewehr vielleicht die gleiche Munition wie
Die Maschinenpistole. Das wäre natürlich interessant zu wissen. So, und dann rüste ich jetzt erstmal die Nuka-Granate. Alter Schwede, die hat Bums, glaube ich, hinter. Die hat Bums hinter. Preston ist immer noch nicht wieder auf den Beinen, aber dem werde ich auch nicht hochhelfen. Und da unten geht er, der kleine leuchtende. Dem werde ich jetzt mal eine schöne Salve verpassen. Eine schöne, fette Salve in seine Fresse. Und das hat nicht getroffen. Hat er sich hinter einem Baum versteckt? Das ist nicht gut. Wo ist er denn? Wo sind sie denn, Herr Ghoul? Da ist er doch. Und Bezen! Was? Wie kann das denn nicht getroffen haben, bitte? Schaboinski! So sieht das nämlich aus. Wenn man sich mit mir anlegt, dann geht das ganz schnell den Berg runter. Hat er irgendwas Cooles dabei gehabt? Patrone, verstrahltes Blut und Duct Tape. Ist jetzt so mäßig die Ausbeute, aber gut. Man will sich ja nicht beschweren, nicht wahr? Preston ist auch wieder auf den Beinen, das ist doch schön. Das ist auch wunderbar, das ist doch ganz, ganz klasse ist das. Hallo, guten Morgen. So, mal gucken, was es hier noch so gibt. Erstmal speichern, ne? Ganz wichtig. Ein Lighter. Eine Patrone. Noch eine Patrone. Was habt ihr hier so? Du bist tot. Ein schöner Fernseher. Ja, ja. Eine Kiste. Ja, doch. Kann man mal mitnehmen. Eine Chemiestation. Ich baue prinzipiell Drogen. Buff Ads oder Buff Jets? Erstmal das. Davon habe ich mehr. Weiß gar nicht. Ja, die sind gleich im Wert. Also von daher. Psycho Jet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das mag ich gerne. Schön die Drogen immer herstellen. Ja, Drogen kochen. Das macht Spaß. Genau, und das macht auch Sinn, weil wie gesagt, die Drogen findet man überall. Kann man gut verscherbeln. Du bist tot und hast nichts dabei. Schlecht für dich. Und für mich. Ist auch nichts mehr drin. Hier liegt ein paar Beine rum. Mit einer Aluminium-Can. Okay. I will not complain about. Da ist ein Wohnwagen ohne Tür. Auch okay. Ich meine, hey, wer braucht schon Türen in dieser heutigen Gesellschaft, ne? In der wir uns alle eine Maske aufsetzen und unser wahres Gesicht nicht zeigen vor der Welt. Oh, was ist das denn? The New Scroll, Tape 2. Nehme ich, aber das will ich in chronologischer Reihenfolge abspielen. Ich wusste nämlich, dass das Teil hier war. Das ist eine sehr lustige, eine sehr interessante Geschichte vor allen Dingen. Ich mach mich erstmal ins Terminal, ne? Preston macht das schon. Preston, du machst das schon, ne? Parts hat 2 Treffer. Earth? Okay, R und T sind's nicht. Vielleicht S hinten. Silks kann es nicht sein. Dress. Auch nicht. Faults. Auch nicht. Dann, ja, leck mich doch mal schon. Den weiß ich auch nicht. Dann suche ich hier erstmal meine Klammern zusammen. Übrigens, wenn das von dem Wort getrennt wird, dann. Also in den Klammern ein Wort steht, dann zählt das auch nicht. Ich habe gerade erst gemerkt. Jo, wo sind denn auch ein paar Klammern? Da zum Beispiel und da. Oh, meine Versuche sind resettet. Das hat also nicht funktioniert. Parts hatte 2 Buchstaben. R und A vielleicht? Also das R auf jeden Fall schon mal. Aber das A nicht. False. Oder nur das A? False hat auch 2 Treffer. Parts und False haben noch gar nichts gemeinsam. Das ist ja komisch hier in diesem Lande, wo man nicht denkt, dass das funktionieren würde. Warum? Talks. Ich versuch's mal mit Talks. Das wär's. Ja, sag ich doch. Just aktivieren. Easy going. Wohnwagenschlüssel. Ah, schön. Hallöchen, guten Tag.
Dear sir, please die. In pain. Nice. Er ist tot. Ist noch eine Lampe. Eine sehr schöne. Ist irgendwo noch ein Zombie am rumkrauchen. Der nicht, weil der ist tot. Aber der da. Da fliegt er auf mich zu. Mit Vollspeed. Für die Minutemen, du hast gar nichts dazu beigetragen, würde ich sagen. Nichts. So, haben wir hier noch was? Ah ja, hier. The New Squirrel. Das ist eine schöne Geschichte, die hören wir uns jetzt mal an. Ist leider auf Englisch, glaube ich. Hallo, nee. Mein Name ist Märchenonkel Simon. Und ich hoffe, du magst Geschichten. Denn ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Diese hier heißt Das neue Eichhörnchen. Begleite mich auf ein magisches Abenteuer. Es war einmal ein junges Eichhörnchen namens Ricky, das in einer großen Eiche im Stadtpark lebte. Ricky war ein braunes Eichhörnchen, genau wie alle seine Freunde und Verwandten, die mit ihm in der Eiche lebten. Jeden Tag schaute Ricky von der Spitze seines Baumes und fragte sich, was für Eichhörnchen wohl in den anderen Bäumen lebten. Die älteren Eichhörnchen warnten Ricky, dass die Eichhörnchen in den anderen Bäumen Diebe und Lügner seien, denen man niemals trauen könne. Aber Ricky hatte ein rebellisches Herz und wollte sich seine Meinung nicht aufgrund vom Hörensagen bilden. Ende des Holobands. Bitte Holoband 2 einlegen. Na, das machen wir doch glatt. Holoband 2 kommt sofort. Wo ist denn das jetzt? Das... Hey, ich bin ja noch nicht fertig. Wo ist denn das? Da hier. The New Squirrel Teil 2. Sehr süße Geschichte. Märchenonkel Simon hier. Willkommen zurück. Und hier kommt Teil 2 von Das neue Eichhörnchen. Eines Nachts tauchte ein rotes Eichhörnchen am Fuß von Rickys Eiche auf und weckte Ricky und seine Familie. Verdammt nochmal, ja. Oh, bitte helft mir, sagte das rote Eichhörnchen. Ich habe mich verlaufen und weiß nicht, wo ich hin soll. Ja. Geht das weiter? Hallo? Ist mein Holoband kaputt? Oh nee. Okay, dann holen wir uns jetzt Band 3. Warum ging das jetzt nicht weiter? Egal, Band 3. Simon hier mit dem spannenden Ende von Das neue Eichhörnchen. Morgen können wir uns kennenlernen und Freunde werden, sagte Ricky zu dem roten Eichhörnchen. Das rote Eichhörnchen machte ein Geräusch, das Ricky als Zustimmung verstand. Dann kuschelten sich die beiden Eichhörnchen zum Schlafen aneinander. Das war's, offensichtlich. Okay. Schöne Geschichte. Sehr süß. Oh, Eichhörnchen ist wieder vertraut. Und ich würde die anderen dich sagen sollte, dass sie böse sind. Weil manchmal sind die anderen gut und man selber ist böse. Oh nee. Ja, Leute, ihr solltet etwas daraus lernen. Und zwar, dass man sich gegenseitig vertrauen sollte und dass man immer Tee trinken sollte. Tee ist nämlich sehr lecker. Mhm. Und dass man Powerrüstung sammeln sollte. Ich glaube, morgen früh werde ich nochmal streamen und morgen früh werde ich ein Häuschen bauen. Und zwar genau hier. Das wird ein ganz tolles Haus. Oh ja. Oder vielleicht auch da hinten. Ich weiß es doch nicht. Uiuiui, lasst euch überraschen. Ich stelle erstmal meinen Power Armor hier ab. Zack. So, kann ich dir irgendwas geben? Nur ein Fusionskern, sonst nichts. Das tut mir leid. Oh. Aber ich habe da was gefunden von den Raidern. Von den Raiderinos. Und zwar Stachelrüstung und Helm war es nicht, sondern ein Harnisch, der schlechter war als den, den ich trage. Gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Wir müssen dann immer noch der Diamond City. Und da gehen wir mal von hier aus hin. Straight auf dem Weg nach Diamond City. In Diamond City liegt mein Ziel. Gott.
Ich dachte, ich singe nur, wenn ich mit dem guten alten Mystery GTA spiele. Was wir auch morgen machen werden. Leute, da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Seid dabei. Morgen geht's richtig ab auf Twitch. Da stream ich nämlich frühmorgens Fallout. Wird ein schönes Häuschen gebaut. Und abends bzw. nachmittags stream ich mit dem guten Mystery eine Runde GTA und vielleicht auch Starbound, wenn ich ihm überreden kann. Aber ich denke, GTA wird vorrangig unser Ziel sein. Da war nicht Bock drauf. Da haben wir Bock drauf, Freunde. Da haben wir echt Bock drauf. Das hier ist übrigens... Ach, ich habe das ja weggeworfen. Mist. Das hier ist eine Fabrik. Da sind Supermutanten am Hausen. Deswegen gehen wir da mal nicht hin. Nein, nein. Vielleicht später. Maybe later, Alligator. Denn im Moment sind wir nicht stark genug dazu. Wir wollen jetzt erstmal nach Diamond City. Und gucken, was da abgeht. Wir müssen ja unseren noch immer... Wir müssen ja immer noch unseren Sohn Sean finden. Und das ist jetzt das oberste Ziel. Das sieht mir schon wieder nach Ghoul Area hier aus. In Skyrim hätte man die jetzt einsammeln können, die Pilze. Aber diese Stadt kommt mir doch sehr bekannt vor. Hier ist in der Nähe eine Vault, in den ich gerne rein würde. Ja, dann kann es natürlich sein, möglicherweise, dass sich das Ganze mit... Oh, Wonderglue. Mit Diamond City verschiebt. Um ein paar Streams. Weil im nächsten Stream... Falls ich jetzt da nicht hinkomme, werde ich im nächsten Stream definitiv da nicht hinkommen. Hier ist Feuer am Abgehen. Hier kann man Feuer machen. Ja, und dann mal gucken. Also möglicherweise bin ich hier gerade auf Abwägen. Beziehungsweise ich bin auf Abwägen und möglicherweise wäre ich diese Abwege... Sieht mir aus wie ein Paradies für Meierlurks. ...zu Ende führen. Stimmt, Meierlurks könnte es ja auch geben. Boah, ich mag keine Ghoul, ich mag keine Meierlurks. Die sind scheiße. Bei D. Aber wir haben ja noch genug Zeit. Wir werden noch öfter streamen. Also ich werde noch öfter streamen. Und ihr werdet hoffentlich dabei sein. Das hoffe ich sehr. Ah, ich habe mich ein bisschen erschrocken gerade. Ich werde natürlich jetzt runtergehen, aber das will doch niemand. Piu, piu, piu! Piu, piu! Piu, piu, piu! Warte. Piu, 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 piu! Piu, piu, piu! Piu, piu! Yes! That's so easy! Aber es kann natürlich sein, dass hier noch mehr kommen. Mutierter Farn. Warum sollte ich den ernten? Er bringt mir das, bitte. Jeder Schuss muss sitzen. Ja, sagst du. Aber sag ja nicht ich. Peng! 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 Okay. Das war nicht mein Schuss, der da gesessen hat. Das war eher Mr. Minutemans Schuss, der da gesessen hat. Ein Coffee-Pot. Nein, ich sehe sie nicht. Siehst du sie? Mach's doch selbst einfach. Mach's doch einfach selbst, Mensch. Mr. Minuteman. Mr. Man of the Minute. Der Mann der Minute, Freunde. Der Mann der Minute. Hält doch nicht viel länger durch. Hohoho. So, was haben wir denn hier noch drin? Hundefutter und ein Holoband. Hör zu, Dale. Ich habe keine Ahnung, wo du so lange bleibst. Aber du hättest vor 3 Tagen hier sein sollen. Aber ist offensichtlich nicht gewesen. Mir gehen die Vorräte aus und ich muss jetzt los und mir neue beschaffen. Jetzt verstehe ich, warum dieser Solomon so viel für diese Fahrende zahlt. Eins sag ich dir, hier oben Stege aufzubauen ist eine echte Plage. Warte, bis ich wieder zurück bin, bevor du die erste Lieferung nach Diamond City bringst.
Es gibt da noch ein paar Dinge, die ich... Hey, Sheila! Bist du das da oben? Die Stege sehen toll aus, aber wie bist du da hochgekommen? Da bist du ja. Hast dir echt Zeit gelassen, Jack. Gehen wir eine Straße weiter, da gibt es... Gule! Oh, Scheiße, Gule! Pass auf, Dale! Lauf! 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 Lauf, Alter! Acting at its best. Lauf! Lauf, cool! Lauf, ich erschieß dich sonst! Ich erschieß dich! Lauf! Lauf! Zu spät! Mhm. Hui! Das war... Auf jeden Fall hatte das Style. Muss man sagen. Entschuldigen Sie. Ich habe Sie nicht hierher gebeten. Es tut mir leid, Sir. Aber ich muss Sie leider bitten, wieder zu gehen. Rabunski Rabatski, sag ich mal. Rabunski Rabatski? Dankeschön. Der hätte sich so... Ah, oh, Alter, oh, oh. Und tot. Jo. Ja, so ist das mit den Ghoulen. Tschüss, da kann man sich nicht drauf verlassen, dass sie sterben. Wenn man das will. Lebt der noch? Nein, das hat mich jetzt gewundert. 10 mm Patrone. Eine Patrone. Zwei Patronen. Zack! Was? Hier hinten? Hallo! Hallöchen! Oh, oh, da kommt noch mehr. Entschuldigen Sie bitte. Gehen Sie wieder nach Hause. This is how we deal with fucking ghouls. Wo ist eigentlich Preston? Der kleine Schlawenski. Sollte der nicht auch irgendwo mal helfen oder so? Falls er das kann, falls er nützlich genug dafür ist. Was ich nicht glaube. Aber man weiß das ja nie. Hallo, guten Abend. Kommen Sie bitte her. Ich möchte mal mit Ihnen reden. Reden, rede ich am liebsten mit meiner Shotgun in das Gesicht eines Ghoul-Pirschers. Wo bist denn du? Da, hallo, guten Abend, der Ghoul-Pirscher. Ich muss mal kurz nachladen, ja, warten Sie kurz. Da kommt auch schon der Nächste. Ein nächster Kandidat für eine Patrone. Oh, keine Munition mehr. Alter, kannst du mal bitte sterben? Yeah, just as I like it. Ich nehme wieder mein gutes altes Jagdgewehr. The good old hunting rifle. Yeah, we know that. Warum läuft Preston da eigentlich im Sumpf rum? Der ist fucking radioaktiv, aber das scheint NPCs nicht so viel auszumachen. Yep, right in the head. Da kommt noch einer. Hallöchen, 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 Hallöchen. Guten Abend, guten Abend. Wenn man nach einem Schuss immer nachladen muss, ist auch ein bisschen fragwürdig. Level 12 erreicht. So, dann gucken wir doch mal. Was wir da haben. Wir haben. Ich würde gerne einfach mehr Schaden machen, mal. Gewehrschütze bleibt tödlich, auch aus der Ferne. Angriffe mit nicht-automatischen Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Mit nicht-automatischen Gewehren, da zählt wahrscheinlich auch die. Das Jagdgewehr zu. Und ich mag das Jagdgewehr, muss ich sagen. Guten Morgen, Kotchen! Ja, alles fresh bei dir. Aber Revolver hält. Ja, okay, Revolvermunition kostet zu viel. Was ist das hier? Aufmerksamkeit. Nee. Oder jetzt gehe ich weiter auf Charisma. Ich wollte ja auf Glück skillen, ne? Damit ich hier blutiger Tod freischalten kann. Okay, Glück. Look at me. Sehr nett. Da ist noch ein kleiner Ghoul-Streuner. Jetzt ist er weg.
Right in the chest. Der hat heute keinen Chest-Day mehr. Ja, ich hab sie auch gefunden, weil sie auf mich zurennen. Diese fucking Ghule. Oder wen meintest du jetzt? Ich weiß, auf den Körper ziehen ist lame, aber die Ghule haben nicht anderes verdient. Müsste irgendwo noch einer sein. Ach, hier sind noch eine ganze Menge. Also über zu wenig Ghule kann man sich hier scheinbar nicht beschweren. Da ist man echt bedient. Bäm! Oh, das war der Dickdarm. Das war der Dickdarm. Mensch, Preston, bist du überhaupt zu irgendwas nützlich? Nicht mal die Ghule aufhalten kann er. Wenn ich nicht wäre, dann wären wir längst tot. Würde ich sagen. Was ist das? Noch einer? Langsam wird's lächerlich, Freunde. Langsam wird's lächerlich. Goldwatch, nehme ich. Er hat nichts bei. Er hat eine Hairbrush bei. Oh, Preston, jetzt hast du mich aber ein bisschen erschrocken, erschreckt. Kolbchen, sag doch mal, wie war der Morgen? Hast du ausgeschlafen? Bist du fresh? Bist du gut drauf? Bist du am Start? Wie ist es? Den habe ich getötet. Und hier ist noch ein Lager. Mentats und Buffout. Geile Drogen. Immer mitnehmen, wie gesagt, ne? Ganz wichtig. Drogen immer mitzunehmen. Weil die lassen sich immer gut verkaufen. Gibt es hier noch irgendwas? Hier gibt es noch einen Steg auf der anderen Seite. Vor allem, wer macht sich die scheiß Arbeit, das alles zu bauen? Diese ganzen Stege. Ich habe keine Ahnung und will es auch gar nicht wissen. Es ist mir egal. So, wir könnten jetzt... Die Frage ist, ist das die City oder ist sie es nicht? Es gibt einen Vault in der Nähe von Diamond City. Okay, es gibt mehrere Vaults wahrscheinlich in der Nähe von Diamond City. Aber es gibt einen bestimmten Vault in der Nähe von Diamond City. Zu dem würde ich gerne. Das Ding ist, ich weiß nicht so genau, wo der ist. Aber das kann man ja herausfinden. Aber vielleicht mache ich mich auch einfach auf die Suche nach Diamond City. Einmal im Kreis drehen. Okay, ich sehe hier auch kein Vault-Zeichen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal und gehen Richtung Diamond City. Auch wenn da noch was ist, aber ist natürlich jetzt uninteressant. Wir wollen nach Diamond City, wir wollen endlich ankommen. Ihr wisst ja, Leute, wie es heißt. Auf dem Weg nach Diamond City, in Diamond City liegt mein Ziel. Und vielleicht finden wir noch ein paar kleine Ghule, die wir abschießen wollen. Ganz viel. Hier ist aus, okay. Ein bisschen Licht an hier, damit man auch was sieht. Warum liegt da eine Wirbelsäule auf dem Tresen? Ich weiß ja nicht, ob das so dekorativ ist. Ja, ich hab's gehört und dachte mir, fickt euch. Immer sind diese Räume mit Fallen gesichert. Das ist nicht gut. Ah, du bist offensichtlich tot. Das ist ein Teddybär. Herr Kolbchen, schade, dass du jetzt erst kommst. Du hast nämlich die wunderbare Geschichte von dem Eichhörnchen verpasst. Es war eine sehr schöne Geschichte. Es war sehr melancholisch. Sehr, sehr nachdenklich musste man da sein. Es war einfach wunderschön. Muss man sagen. Was zum Teufel war das? Hat das gerade noch jemand von euch gesehen? Da hinten? Was zum Teufel ist da gerade runtergefallen? Oh, da hinten ist der Vault übrigens. Es war irgendwas Großes. Okay. Hey, Buddy. Wer bist du? Hey. Bitte, hast du Rathaway für mich? Na klar. Ich glaube, ich sterbe. Ey! Hier. Sicher. Hier, bitte. Oh, niemand danke. Stirbt mir hier weg. Du hast mir das Leben gerettet. Ich weiß zu schätzen, dass du das getan hast. Preston hat das geliebt. Geil, Preston. Dann,
Wenn wir uns mal hier einen schönen einsamen Vault suchen und uns vergnügen, wenn du das geliebt hast. Was? Nein, natürlich nicht. Wir gehen jetzt durch diese radioaktive Suppe. Ja! Oh, radioaktiv. Okay, jetzt würde ich jedoch gerne hochkommen. Das wäre super. Denn wir gehen vielleicht heute doch nicht zu Diamond Cherry, sondern zu diesem Vault da hinten. Denn dieser Vault da hinten. Ich will es nicht. Tschüss. Da ist nichts mehr. Da ist nichts. Halt Maul. Ihr seid alle verrückt. Wahnsinnig seid ihr. Wahnsinnig. Ganz wahnsinnig. Ich wollte nur zu dem Wald. Tschüss. Na. Ich gehe zu dem Wald. Und ich mich niemals. Na. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Ich weiß, dass ihr es wollt. Oder ist das vielleicht doch nicht der richtige Vault? Wir werden es sehen. Aber ich glaube schon. I believe in it. Aber ich komme da eh noch nicht rein, weil ich... Oder? Doch, ich müsste. Müsste ich? Ja. Vault 81! Genau hier will ich hin. Hier ist nämlich jemand, mit dem ich reden will. Leg dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Nicht mit dir, mit dieser Psychotante. Man nur alt, wenn man damit rechnet, die. Alle komm schon, wollen. Hol dir deine Waffen bei mir. Yeah! Kleine oder große. Ja. Ich hab sie alle. Da hab ich Bock drauf, Alter. Da hab ich Bock drauf. Ja, ich schau mal, was du hast. Waffen und noch mehr Waffen. Yeah. Nur für dich. Gib's mir. Komm schon, Baby. Gib mir deine ganzen Waffen. Oh, ich will sie. Die hat nämlich was Geiles. Die hat was richtig Geiles. Und zwar... Die auf Glückknarre. Oh ja. Yeah. Gib's mir, Baby, gib's mir. Dafür kriegst du diese Waffe. Und diese Waffe auch. Und... diese Waffe von mir auch. Welche 10mm habe ich denn gerade ausgewählt? Ach die, okay, dann kriegst du die. Und die. Das reicht dir noch nicht, wahrscheinlich, nicht wahr? Dann kriegst du noch das hier. Nein, das wollte ich eigentlich behalten. Warte, das will ich eigentlich behalten. Weil das sieht cool aus, das würde ich mir gerne irgendwo hinpacken. Damit ich mir keine Mannequins craften kann. Meine ganzen Mobs kannst du haben, die sind eh nichts wert. Und ich habe immer noch nicht genug Gold. Beziehungsweise, nicht genug Geld. Kann ich noch Schrott verkaufen? Ich habe hier nämlich, was morgen die denn gerne? Vorkriegsgeld. Ne, es reicht immer noch nicht. Ein Pack of Cigarettes vielleicht auch noch nicht. Es wird knapp, Leute, aber ich brauche diese Waffe. Ich brauche diese verdammt geile Waffe. Dafür würde ich sogar meine Drohung verchecken. Sogar meine Drogen. Und das wird schon was heißen. Mentats. Nur die zusammengeklatschten Drogen werde ich natürlich verchecken, weil die anderen kann ich ja noch gebrauchen. Strates Blut, Yaogai-Fleisch. Nuka-Cola, Quantum will ich behalten. Danke, LG. Klinkenkorn kannst du haben. Belkman Cheese, Beeren-Mentats auf breites Wasser. Okay. Das kostet zwar einiges, aber man muss natürlich damit leben, was man braucht. Was braucht die Aufglücknarin eigentlich? Ich brauche 45er. Und mein Kampfgewehr braucht, warte mal, auf die 45er. Braucht noch irgendwas 45er? Genau, mein Kampfgewehr braucht nämlich auch 45er. Deswegen würde es sich, müsste ich mich entscheiden, ob ich die Aufglücknarin nehme oder mein Kampfgewehr. In jedem Fall brauche ich 45er Munition. Hast du 45er Munition? Vielleicht ein bisschen was? Ein 45er Munition? Das ist teuer, aber okay. Ich nehme erstmal auf die auf die Glückknarre. Damit haben wir schon mal eine Knarre, die ich unbedingt wollte, geknatscht, snatched, blatscht, kebatscht und gehen jetzt in Vault 81 und in Vault 81 begegnet uns eine schöne Story. Und viel Gelaber, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist einer dieser Vaults. Diamond City auch nicht anders gewesen. Kamst, oder? Jo, moin. Ich würde gern hier rein. Hast du dir das schon angesehen?
Hier ist nichts Nützliches drin. Bup. Hallo? Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Aus Vault 11. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich will einfach mal gucken, was hier so abgeht. Ich will handeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Ja. Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Handler. Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Okay. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Okay. Okay, das funktioniert nicht. Ich bin interessiert. Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Habe ich 3? Ja. Ich habe die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich? Habe ich. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komme runter und wir treffen uns am Eingang. Nice. Wir kommen in Vault 81. Das wird eine interessante Quest, Freunde. Oh, mein Zeuger. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass du einen Vault-Anzug trägst. Kommst du aus einem der Walls? Hab ich doch gesagt, Preston! Geh mir aus dem fucking Weg. Er ist verlassen. Dort lebt niemand mehr. Das ergibt keinen Sinn. Preston. Die Walls sind die sichersten Gebäude im Commonwealth. Was ist dort passiert? Sie hatten uns in Kapseln in einen Kälteschlaf versetzt. Aber es gab eine Fehlfunktion. Oh mein Gott, all diese Leben verloren wegen einer Fehlfunktion? Unfassbar. Ich denke, wir hatten Glück. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Preston, warum stehst du im Weg? Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht? Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab. Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Was war, warum Preston? Bist du nicht neugierig auf das Commonwealth und was es zu bieten hat? Natürlich, aber ich bin diesen Leuten verpflichtet und sorge für ihre Sicherheit. Einige ausgewählte Händler versorgen uns häufig genug, um informiert zu sein. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Ja. Natürlich. Hier sind sie. Danke. Natürlich. Dr. Pensky wird sich sehr darüber freuen. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit seiner Begleitung hier? Ich erlaube es. Der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Preston, du standst ein bisschen im Weg. Ich würde aber dich jetzt gerne nach Hause schicken, Preston. Hey. Ich bin da. Was gibt's? Du bist besser aufgehoben in Sanctuary. Du kannst jetzt gehen. Tschüss, Arsch. Du weißt, wo du mich findest, falls du mich brauchst. In Sanctuary, ja. Und hier sind wir in Vault 81. Und hier geht einiges ab. Oh, jemand von draußen in einem Vault-Anzug. Sowas sieht man nicht alle Tage. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Warum gehst du nicht einfach fort, wenn du gehen willst? Wenn es doch nur so einfach wäre. Den Vault zu verlassen macht mir Angst. Das Commonwealth, das ist alles so unvorhersehbar.
Dafür muss man sich gut vorbereiten. An deiner Stelle würde ich vorher lernen, wie man schießt. Ich habe noch nie eine Schusswaffe auch nur angerührt. Weiß nicht mal, ob unser Sicherheitspersonal schon einmal ein echtes Gefecht hat. Aber angesichts unserer aktuellen Arbeitszeiten wüsste ich nicht einmal, wann ich üben sollte. Scheiß auf die Arbeit. Hoffentlich bekommt ihr Leute wenigstens Pausen. Man kann ja nicht rund um die Uhr arbeiten. Sag bloß. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vortec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Tschüssi! Was ich mal machen möchte, weil es hier sehr viel Gerede und weniger Kämpfen gibt, würde ich gern mal die Sonnenbrille aufsetzen. Schon wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Weil ich fucking cool bin, Bitch. Ich schau mich nur um. Hey, lässt Aufseher McNamara jetzt schon jeden rein? Klar. Yay, sehr nice. Na, du bist mir ja ein Sonnenschein. Hältst du dich für witzig? Genau das ist der Grund, warum Leute von draußen hier nichts zu suchen haben. Ja, ich finde mich sehr witzig. Dr. Forsythe und Rachel haben eine Menge medizinische Vorräte, falls du deinen Bestand bist. Bing, bing, bing. Keine Angst. Entschuldigung. Wenn du gut essen willst, geh zum Cafeteria. Die hat immer was. Ashes, wo willst du hin? Ash! Verdammt, das wird Aaron nicht gefallen. Ach so, ja. Das ist noch eine kleine Nebenquest, die man machen kann. Hoffentlich machst du keinen Ärger. Nein! Ich und Ärger, da kommt man nicht drauf. Ich bin der ganze liebe Boy. Du bist also der Grund dafür, dass wir jetzt Doppelschichten schieben müssen. Ich? Ja, natürlich. Also, natürlich bin ich der Grund. Allein! Selbstverständlich. Nicht, weil die Welt radioaktiv verseucht ist oder so. Das wäre Quatsch. So. Jetzt geht's erstmal tiefer in den Vault. In Vault 81. Leben Sie bequem. Und überleben Sie bequem. Hallo! Hey, bist du? Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Nein. Ja. Warum interessiert dich das? Ich habe noch nie jemanden aus dem Commonwealth getroffen. Dachte mir, dass du vielleicht jemanden suchst, der dich rumführen kann. Kostet nur 5 Kronkorken. Okay, 5 Kronkorken. Einmal die Führung bitte, Austin. Hier sind die Kronkorken. Super! Ich muss dich Aaron zeigen, die dreht durch. Komm mit, wir fangen hier an. Woher wusste er übrigens seinen Namen? Er hat seinen Namen vorher nie erwähnt. Der kleine Austin Powers. Geh mir aus dem Weg. Oh, da sind Kürbisse. Ja? Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Nice. Worüber streiten sie sich denn? Eigentlich darf ich es nicht sagen. Aber Mr. Combs schläft angeblich mit Tina. Mrs. Combs weiß es nicht. Aber er lässt sie die ganze Arbeit machen, während er Zeit mit Tina verbringt. Nächster Halt, Sex in the City. Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Ja. Yep. Nicht nur gegen Raider, auch gegen Gunner, Roboter, Skever nicht. Das war ein anderes Spiel, aber auch gegen das Büro des Aufsehers Mauros ist dort Ratten. Üben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Aufseher wie? Irgendjemand muss ja das Sagen haben. Nun, wenn du sie brauchst, weißt du jetzt, wo du sie findest. Jo. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Aber die Somersets sind echt nett. Du wirst sie mögen. Gut, dass du schon vorher anfängst zu labern, bevor du überhaupt losgehst. Weißt du, Männer sind nicht so multitaskingfähig. Reden und gleichzeitig laufen. Manchmal schwierig. Ja? Manchmal schwierig für Männer. Aber passt schon. Das ist der Steiner. Wunderschön. Hallo, Austin. Wie ich sehe, führst du unseren Besuch aus dem Commonwealth herum. Ja, Ma'am. Das ist das Sunshine Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer harten Arbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Okay. Gut zu wissen. Ich komm her, wenn ich hungrig bin. Mir gefällt es hier. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt. Horatio, ich hab dir gesagt, dass sie nett sind. Magst du deine Haare? Ich mag meine.
Aber ich hasse das Cam. Oma zwingt mich dazu. What the fuck? Magst du deine Haare? Ich mag meine. Ich hasse das Cam. What the fuck? The Overseer needs you. Ist aber gut. Hallo. Hallo. Austin, deine Haare sind wie ein Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Das ist unfair. Wenn ich eine neue Frisur brauche, komme ich hierher. Ich hasse es, wenn meine Haare geschnitten werden. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Okay. Ich lebe bei ihr. Aber sie ist nicht meine echte Großmutter. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Das ist sehr traurig. Das ist so traurig. Ich sag's dir, wie traurig es ist. Es ist sehr traurig. Hallo? Ah, das ist die Oma. Hallo, Oma. Austin, was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige ihn nicht. Ich helfe ihm. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Okay. Ihr bekommt nichts vom Commonwealth? Nein. Oma baut hier alles an. Sie ist sehr schlau. Nächster Halt, Miss Katie. Miss Katie! Das komm schon, beeil dich! Wir müssen zur anderen Seite vom Board. Ich zeig dir, wo ich zur Schule gehe. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest. Was? Junge, ich komme aus der Zeit vor dem Krieg. Da gab's Schulen, mein little boy. Natürlich bin ich zur Schule gegangen. Hallo. Hier ist die Schule. Miss Katie leitet sie. Meistens ist es langweilig. Aber Oma sagt, ich soll trotzdem hingehen. Deine Oma ist eine kluge Frau, Austin. Gut zu wissen, dass alle Kinder unterrichtet werden. Wenn du das sagst, nächste Halt, Krankenhaus. Gehen wir runter. Ich zeig dir die Klinik. Doc Forsyth und Rachel sind okay, denke ich. Aber ich gehe nur hin, wenn es sein muss. Oder Oma mich dazu zwingt. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Vielleicht gibt's da ein paar geile Spritzen für den guten Nakato. Na, wo ist es denn? 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 Da ist es ja. Hallo. Das ist unser Krankenhaus. Wenn man verletzt ist oder es einem schlecht geht, kann man herkommen. Dr. Forsyth sagt, ich darf ihn oder Rachel während der Arbeit nicht stören. Nee, lieber nicht. Gut zu wissen. Wenn ich Hilfe brauche, komme ich her. Hoffentlich hast du nichts gegen Nadeln. Hier drin wird man oft gepiekt. Jetzt gehen wir zu Aaron. Sie wird überrascht sein, wenn sie dich sieht. Komm schon. Hier weißt lang. Du, so oft wie ich mir Jet spritze. Miteinander. Nein. Sie hätte mir nicht geglaubt, dass ich dich herbringen würde. So, na, dann gehen Sie mal vor, junger Mann. Ich komme hinterher. Ich drücke so, damit man meinen coolen Vault-Anzug auch sieht, dass ich aus Vault 111 komme. Dem viel cooleren Vault. Naja, der Vault 81 ist nämlich scheiße. Vault 111 ist der Shit. Geilste Vault aller Zeiten. Besser Vault gibt's gar nicht. Ich gehe schneller zu Huhu. Wo ist mein eigentlich? Ah, mein Pip-Boy ist da. Okay. Ich hab schon gedacht, der ist nicht mehr da. Guck den kleinen Jungen nicht so an. Das ist irgendwie seltsam. Hallo? Ja. Aaron, guck mal, wer hier ist. Der Besuch aus dem Commonwealth. Wow, du bist wirklich aus dem Commonwealth? Ja. Ja. Ja, das bin ich. Wow, jemand aus dem Commonwealth. Das ist so cool. Wir hatten schon lange keinen Besuch mehr. Vielen Dank, dass du meine Tour mitgemacht hast. War cool, dich allen zu zeigen. Ich gehe dann mal raus. Musst nicht auf mich warten. Entschuldigung, hast du meinen du bist Kater also gesehen? Der Neue. Cash ist verschwunden. Ich hab schon gehört, hey. Dass wir jemanden in den Vault hey. Gelassen haben. Wie lange hast du vor, helfen? Hier zu bleiben? Warum? Warum interessiert dich das? Ich stelle hier die Fragen. Ich wohne hier. Ich habe ein Recht, das zu wissen. Bitte was? Lang genug, um mich gut umsehen zu können. Okay, das heißt hoffentlich nicht allzu lange. Wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern. Wir müssen nicht jeden Reisenden reinlassen, der sich zu uns verirrt. Du bist ja freundlich. Hey, Kumpel. Kumpel? Das ist eine Kumpeline, wenn dann. Jetzt mache ich mal schnell die Katzenquest, dann geht's nämlich hier im Vault weiter. Ja, lass dir Zeit beim Aufstehen, weißt du? Lass dir Zeit. Entschuldigung, hast du meinen Kater gesehen? Nee.
was ist da hinten? Ich glaube, ich sehe da was. Was, Katze? Ja, hat den Vault verlassen. Ich glaube, er hat den Vault verlassen. Ich habe ihn gesehen, als ich herkam. Den Vault verlassen? Oh, bitte bring ihn zurück. Bitte. Okay, ich mach Niemand das. Sonst würde rausgehen, um ihn zu suchen. Ja, ich... ist wahrscheinlich tot. Also, okay. Ich suche nach ihm. Danke. Er heißt Ashes und ist ein süßer Kater. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Okay, ja, machen wir das erstmal. Let's chase the cat. Was? Ich bin der Hero. Ich bin der Hero, didn't know it at night. He's gotta be strong and he's gotta be fast. Okay, ich bin fast und strong, deswegen werde ich diese Katze finden. Let's go. Ich werde schon wieder angerufen von Nummern, die ich nicht kenne. Das finde ich ein bisschen geil. Oh. Nein. Ich habe neulich hab mich von so einer Werbeumfrage so eine Tussi angerufen und hätten mir Fragen zu Zigaretten gestellt und ganz schnell musste sie feststellen, dass ich nicht Raucher bin. Und seitdem haben die wahrscheinlich meine Nummer und reichen die da wahrscheinlich einfach bei ihren ganzen Werbefirmen rum. Was ich natürlich nicht so geil finde, seitdem rufen mich immer Leute an, dass ich nicht rangehe, ist jetzt eine andere Geschichte, aber gut. Ich könnte übrigens mal die auf gut Glück Knarre, hier hinpacken. Das Kampfgewehr muss dann wahrscheinlich einfach weichen, ne? Kann man jetzt auch nicht ändern. Das ist halt einfach so, ne, das kann man nicht, geht nicht. So, jetzt finden wir mal die Katze. Das war eine relativ kurze Quest und danach geht's da im Wald richtig los. Da geht richtig die Party ab. Alle so, wup, wup, er hat die Katze gefunden. Wup, wup. So, erstmal hier Kitty Kitty anmachen. Die ist ja wie gesagt ganz in der Nähe. Aber wenn sie nicht hören kann, muss sie halt fühlen. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Ja, du auch, Mann. Du auch. Ich komme aus dem Vault, Bitch. Die ist hier hinten zum Glück relativ nah. Genau, das Reservoir hier entdeckt. Ich habe die Stadt vor hinten für das hier gehalten, aber ist es natürlich nicht. Kitty! Ashes, geh nach Hause. Geh Aaron nach Hause. Vermisst dich. Ja, als ob eine Katze das machen würde. Never, ever, ever, ever. Das kannst du aber voll vergessen. This will never happen. Never. Ich hab selbst eine Katze. Wenn der ich irgendwas sage, hey Pauli, komm her. Ich möchte dich streicheln. Hm. Ja, da träumst du von. Aber das war's dann auch schon. Da ist eine Blähfliege. Und bald ist sie tot, 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 tot. Mega tot. Ting. Total Destruction. Eine schwarze Blähfliege war das sogar. Wow. Sie hat mich sogar mit Radioaktivität angesteckt. Oh, zum Teufel. Get out of my way. Bitchfliege. Ich glaube, ich lasse die Maske ab, das sieht einfach cooler aus, ohne. Und ihr wisst ja, wie es heißt. Style over Substance. Style over fucking Substance. Jo, dann gehen wir bald wieder zurück zu dem Vault. Und sagen, hey, Leute. Ich hab krass Katzen gejagt und gefunden. Ich habe mich ja gefragt, ob ich die auch erschießen kann, aber ne, das machen wir natürlich nicht wahr? So. Ich habe die Katze gefunden, mit der feiert mich als Heldin. Ich möchte dich sehen, wenn du kurz Zeit hast. Naja. Ja? Ich werde mal die Quest hier kurz abschalten. Ihr wildes Commonwealth. Für jemanden von draußen passt du optisch sehr gut zu uns. Natürlich, ich habe ja auch einen Voltanzug. Pass auf, was du tust. Das sagen die übrigens alles nicht, wenn man keinen Voltanzug anhat. Also das sind wirklich spezielle Lines quasi, die nur kommen, wenn man einen Voltanzug trägt.
Was natürlich modisch gesehen jetzt nicht die allergeilste Wahl ist, weil wer will schon so einen Ganzkörper-Overall anhaben? Ist jetzt mäßig geil. So. Hey, Buddy. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Ja. Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Der macht Pipu, Pipu. Brandneue Voltec-Markenersatzteile geben. Ein paar Markenersatzteile. Friseur, falls du einen brauchst. Sehe ich so aus, als bräuchte ich einen Friseur. Also wirklich, das ist. Diese Beleidigung lasse ich mir nicht gefallen. Hey. Ach nee, du bist es nicht. Hallo. Hallo. Du hast ihn gefunden. Natürlich. Vielen Dank. Ich hatte solche Angst um ihn. Bitte, gern geschehen. Ich bin so froh, dass er in Sicherheit ist. Ashes. Fusionskern. Sie hat einfach einen Fusionskern mit. What the fuck? Mama wird mich zwingen, dass ich dich bade. Du kommst von draußen, nicht wahr? Ja. Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Aber ich bin froh, dass du wieder. Hey, Miss Katie. Gibt es auch ein Mr. Katie? Ja. Ist schon langweilig. Da draußen ist jeder Augenblick ein neues Abenteuer. Hey je, wusste ich's doch. Meine Kinder würden zu gerne von deinen Abenteuern hören. Okay. Ob du wohl zu meiner Klasse sprechen würdest? Na klar. Ich werde sehr gerne zu ihnen sprechen. Hervorragend. Schau einfach mal vorbei, wenn Unterricht ist. Ich unterbreche ihn dann einfach und übergebe dir die Klasse. Müsste auch gleich sein, oder? Da gerade schon alle am Ankommen. Ich kann noch. Nee, ich kann nicht. Kann ich warten? Ich glaube nicht einfach so. Egal, dann muss ich. Genau, ich kann hier hingehen. Bitte, Bobby, kannst du das bitte sein lassen? Was ist, wenn Aufseher McNamara oder Whittaker dich erwischen? Bitte richten Sie sämtliche Wartungsanfragen an Mr. DeLuca. Sie werden in chronologischer Reihenfolge bearbeitet. Okay. Du bist also programmiert, Wortwartungsarbeiten durchzuführen. Scharfsinnig beobachtet. Ich unterstütze Mr. DeLuca bei der Wartung des Reaktors. Ich kümmere mich um das Herz des Vaults. Er zieht es vor, mich zu beaufsichtigen und mir das Privileg zu überlassen, die Arbeit auszuführen. Natürlich. Klingt für mich nach einem typischen Chef. Es erleichtert mich, dass Sie das sagen. Verglichen mit seinem Vorgänger hat Mr. DeLuca sehr wenig Wissen über Mechanik. Ich dachte schon fast, dass er unqualifiziert ist. Aber wenn es ums Delegieren geht, ist er erste Klasse. Super, das ist doch wichtig. Also falls ihr überhaupt zu. Oh, hier liegt eine Nuka-Cola, die ich natürlich nicht aufnehmen darf. Und geht später noch weiter, Freunde. Geht später noch. Weiter. Wo ist denn der DeLuca-Typ? Oh, das ist Meister. Da komme ich nicht. Da komme ich nicht rein. So, kann ich jetzt vielleicht. Sind jetzt vielleicht alle da in einer Klasse. Katie. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten yes, erzählen? Yes, sir. Welche Themen sollte ich vermeiden? Nichts mit übermäßiger Gewalt. Und Sie werden sicher viele Fragen haben. Okay. Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Ja. Woher kennst du eigentlich Todeskrallen? Ich höre viele Sachen. Oma hat von einem Commonwealth-Typen davon gehört. Nur mit einer Pistole und drei Kugeln bewaffnet. Wirklich? Natürlich. Eine Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben. Aber du hast ihn gerettet, oder? What the fuck? Preston hatte mir gezeigt, wo ich eine Powerrüstung zum Reparieren finden konnte. Powerrüstung? Wow! Pistole mit drei Kugeln. Als die Todeskralle rausgekrochen kam, schnappte ich mir eine der Pistolen des Raiders. Aber die hatte nur drei Kugeln. Ich wäre weggerannt. Ein Schuss in jedes Auge und einen in die Stirn. Dann war die Todeskralle erledigt. Natürlich. Du kannst echt gut schießen. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Äh.
Weird. Ja, sind wir denn jetzt fertig, oder? Was ist los mit diesem Spiel? Ich brauche keine Standpauke. Was zum... Was ist jetzt los? Was ist hier passiert? Ah ja, okay, jetzt geht's wieder. What the fuck? Das war strange. Okay. Hey, was Danke. Ist das? Danke, und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Oh. Sehr gut. Ja, ne? Gern geschehen, Freunde. Gern geschehen. Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Ich suche hier noch jemanden gerade mal. Hört sich an, als wäre es spannend im Commonwealth und gefährlich. Beides. Tut mir leid, wegen der Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Nein, hier nicht. Hier ist das Klo offensichtlich. Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Alexis hat so ziemlich alles, was man braucht. Sicherlich. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur selten auf Friseure. Nö, in Diamond City gibt's einen, also das ist alles gar kein Problem. Außerdem, so lumpig sehe ich auch noch wieder nicht aus. Ja? Hast du irgendwas zu sagen? Nee, du bist unwichtig und uninteressant. Was gibt's hier noch? Hier ist die Krankenstation. Willkommen, willkommen. Hallo. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Welchen? Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht Klar. nur eine Blutprobe? Warum nicht? Ja, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach. Dann nehme ich dir Blut ab. Nein, oh, die Nadel. Die Nadel. Ja, ich verlange halt nicht für alles Geld. Also, auch wenn es funktionieren würde. Oh mein Gott, nein, sie ist so groß. Und sie sticht unsichtbare Dinge rein. Hat nicht wehgetan, oder? Nö, sie hat mich ja nicht gestochen. Das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Okay, kann ich mit dir noch reden? Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ja. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Nein, alles cool. Alles gut. Ich gehe wieder. Tschüss, 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 tschüss. Hier gab es noch eine ziemlich große Questreihe, aber dafür muss ich eine bestimmte Person finden. Ich will die Wasserpumpen noch mal ansehen. Glaube ich, oder irgendwas tun. Sieht ziemlich übel aus da drin. Im Wort 81 gibt es immer was zu arbeiten. Offenbar hat Alexis ja? Aaron eins versprochen. Aber ich würde sagen, wir sind heute fast fertig. Entschuldigung, Dr. Pensky. Meine neueste Charge Obst schlägt sich recht gut. Sehr wenig Verfärbung. Starke Zellstruktur. Man müsste erproben, wie sie auf Strahlung reagiert. Ah, du bist perfekt geeignet. Für? Ich suche nach einer freiwilligen Versuchsperson, die diese neue Obstsorte probiert, die ich gezüchtet habe. Warum drehst du dich immer hin und her? Klar, ich mag Obst. Klar. Hervorragend. Sag mir einfach, wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst. Hm, wo habe ich denn nur den Geigerzähler hingelegt? Eine Mutterbeere. Die nehme ich doch gleich mal. Mutterbeere. Ganz lecker eigentlich. Dr. Pensky? Hast du die Frucht probiert? Ja. Und? Wie war sie? Sehr lecker. Muss verbessert werden. Widerlich. Sie war gut. Keine negativen Nebenwirkungen. Wusste ich's doch. Ein echter Fortschritt. Ich muss sofort eine neue Charge pflanzen. Da du mir so sehr geholfen hast, kannst du mir vielleicht noch anderweitig helfen. Weißt du, ich brauche diese Pflanzen für meine Studien und sie benötigen spezielle Nährstoffe. Besonders die Karotten. Wenn du im Commonwealth nach Dünger Ausschau halten könntest, würde ich dich nur zu gerne für deine Mühen entlohnen. Hm. Okay, wie viel brauchst du? Ich gebe dir Nein. 25 Kronkorken. Festpreis. Ich weiß, dass sie von draußen gerne feilscht, aber da war ich noch nie gut drin. Natürlich. Kein Problem. Wirklich? Toll. Ich hatte befürchtet, dass ich schon wieder eine Anfrage an den Aufseher stellen muss. Bring einfach vorbei, was du findest, wenn du dazu kommst. Okay. Also Dünger ist die Aufgabe. Das kriegen wir hin. Und nächstes Mal starten wir die große, große Questreihe hier in dem Vault.
Morgen? Ja, vielleicht morgen. Ja, morgen. Morgen um 10 Uhr geht's weiter mit Fallout 4. Hier, ich speichere mal schnell das Spiel, weil sonst muss ich das immer machen, wenn der Stream aus ist und da habe ich keinen Bock drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Bis morgen und ciao.